Ach, hallo, Sie sind schon da. Wie schön. Guten Tag. Ja, wir versuchen jetzt mal, weil gerade keiner guckt, uns das Pastewka-Wohnungsset genau anzuschauen. Das ist das einzige Set, was wir in unserer kleinen Pastewka-Serie tatsächlich in einem Studio gebaut haben. Momentan sieht es noch so aus, als sei das hier alles Realität. Aber dieses Treppenhaus ist neu und wenn man genau schaut, hier oben ist schon wieder das Ende der Realität. Das ist alles gebaut in einem Studio. Wir gehen mal rein. So, unsere Wohnung hat sich ein bisschen verändert, rein optisch. Es ist also ein bisschen dunkler, ein bisschen schattiger geworden, ein bisschen verblichener geworden. Warum? Hier ist 4 Jahre lang nicht renoviert worden. Hallo Papa, schön, dass du auch da bist. Junge, 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 da ist mal Platz. Boah. Deckenhöhe ist 360, ne? Ja, das sind so 3 bis 3. Könnt ihr euch ja auf eine saftige Heizkostenabrechnung freuen. Und natürlich ist doch renoviert worden, kleine Tricks. Auf dem Boden ist jetzt dunkles Holz, weil das irgendwie schöner aussieht und in dem Kontrast mit der Kamera besser changiert und natürlich ein viel belebteres Bild einer verrückten Zeit, eines Jahres 2017 vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so gemacht worden ist, wie Sie schon merken, aber es ist ein Boden, Herrgott nochmal, wir brauchten einen, sonst fallen wir auf die Schnauze. Und hier kommen jetzt so die ersten Dinge, die man noch aus alten Zeiten kennt. Ja, Bastian hat immer noch eine Fernsehzeitung, das ist sein Schlüssel, komischerweise ist ein Herzchen dran, das ist sein Telefon und dieses Telefon schleppen wir, glaube ich, seit Staffel 2 oder so, durch alle Wohnungen, die Anne und Bastian jemals besessen haben, bespielt haben. Was soll ich Ihnen sagen, nicht? Das ist ja das Telefon, von dem viele meinen, es sei die Zukunft. Das hier ist unsere Küche. Die sah ja immer schon so aus. Auch hier haben wir alles ein bisschen bunter gestaltet. Ich glaube, wir haben hier einen neuen Teppich drunter. Dies ist aber der alte Tisch, den wir immer schon hatten. Die Bank ist weg. Dafür sind jetzt hier so lustige bunte Stühle, die aussehen wie das Testbild des Hessischen Rundfunks in den, ich glaube, späten 70er, frühen 80er Jahren. Die älteren Hessen werden sich wahrscheinlich noch erinnern. So, wir dürfen hier gar nicht, ich darf den Stuhl gar nicht verdingsen, weil momentan drehen wir hier eine Kuchenszene. Ach. Da hat er beinahe Appetit. Noch ein Stück. Was willst du mit dem Messer? Sehr, sehr wichtig. Diese lustigen Lampen, wenn man oben schaut, sind auch wieder sehr künstlich aufgehangen. Und da hier ist es immer eigentlich so, dass wir je nachdem, wie wir es brauchen, je nachdem, wer gerade steht oder sich setzt, diese Lampen unterschiedlich hochbinden. Und man sieht auch immer in der Folge, dass die Lampen immer unterschiedlich hoch sind. Achten Sie mal drauf. Ich finde es immer lustig. Unsere Spülmaschine frisch eingebaut. Haben wir vergessen, wir brauchten noch eine Spülmaschine. Stand im Buch drin, Bastian schaut in die Spülmaschine. Da wurde leider vergessen, die Spülmaschine einzubauen. Und wir mussten sie niemals anmachen. Wir wollten nur mal reingucken, oh, alles voll, wieder zumachen. Hat unsere fantastische Ausstattung noch ganz schnell eine Spülmaschine irgendwo her organisiert. Eine halbe Stunde später war hier eine Spülmaschine drin. Im Kühlschrank ist wie stets nichts. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nichts jetzt, sagen wir mal, in die Hand nehmen und damit spielen. Weil es alles Anschluss hat. Man darf nicht einfach so jetzt hier irgendwas verändern. Kommt irgendeiner und sagt, das war doch vorher anders. Das hier ist jetzt der wichtigste Raum für Bastian, denn in diesem Raum steht das Allerheiligste, nämlich sein Fernseher mit der tollen Universalfernbedienung. So, sag mal, hast du nichts zu tun? Hier, das hier sind die Rekorder. Ja, und sei bitte schön vorsichtig. Das bedeutet mir mehr als alles andere im Leben. Und ich glaube, ich sehe hier gerade 2 Festplattenrekorder, einen Radiowecker und einen Blu-ray-Player. Mehr braucht man nicht. Ja, und noch eine Hängelampe. Schon wird es ein schönes Leben. Weiß ich, sitze hier seit Tagen herum und digitalisiere mir einen Wolf, damit wir es schöner haben. Und dann wird man nur angekackt. Basti, das ist wirklich sehr. Was ist denn das hier? Das ist das Sofa. Hier liegt er die ganze Zeit und guckt Fernsehen auf seinem Fernseher. Der, glaube ich, gar nicht funktioniert. Der geht nie an. Da ist immer nur irgendwelche komischen Menüs drauf. Weg, weg, weg! Was? Mann! Gib Fernbedienung. Ist alles weg. Alles weg. Ich flippe aus! Und hier bin ich, glaube ich, mal in den Dreharbeiten zu unserer 7. Staffel tatsächlich eingeschlafen. Ich musste hier liegen, hatte einen Kopfhörer auf. Und die Szene sah vor, dass ich schlafe. Und dann habe ich mich so nach hinten gelegt und dort hinten wurde irgendwie aufgebaut. Und dann bin ich aufgrund der mangelnden Akustik bin ich tatsächlich einfach eingeschlafen. Wow, da sägt einer aber einen ganzen Mammutbaum um. Und dann hieß es irgendwann, und bitte?
und man war fasziniert, wie gut ich das Schlafen spiele. Oh Gott, drehen wir schon? Ja. Abgebrochen. Das ist mir sehr peinlich. Natürlich gehört zu Bastians Wohnung auch immer wieder irgendwo ein kleiner versteckter Louis de Funès. Bei uns ist er jetzt hier hinterm Schrank. Louis der Geizkragen, ein später Louis de Funès übrigens. Ich glaube, Louis de Funès hat hier schon nicht mehr die Stimme von Gerd Martinsen, sondern die von Peter Schiff. Ist einer der späten Louis de Funès-Filme. Hat sie gar nicht interessiert. Ich habe es trotzdem erzählt. Das sorgt immer wieder für große Fragen bei Fans und Familie. Was ist denn los mit dieser Tür oder dem Schrank zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer? Voilà. Hier war meine Tür, hier war meine Wand. Jetzt ist hier ein Schrank. Man hat sich gedacht, es sollte eigentlich eine Durchreiche werden. Aber mit einer Durchreiche hat man ja bekanntermaßen immer nur Ärger. Deshalb ist es jetzt in dieser Staffel endlich ein Schrank. Die Fans wissen, den Insider Durchreiche zu deuten. So, und das hier ist das Schlafzimmer. Wir machen für unsere erste Nacht in unserer neuen Casa eine kleine romantische Improvisation. Komm zu deiner Semino. Du hast echt einen Knall. Oh, ich bekenne mich schuldig, mi amor. Anne und Bastian schlafen ja auch viel. Hey, Baby, you need a touchdown. Und wie wir sehen, sind Bastians Sachen einfach hier nur so hingeknallt worden, während auf Annes Seite alles proper liegt. Aber Anne hat hier schon ihre Bücher, ihre Stifte und ihren Computer hingelegt, weil sie sehr, sehr oft im Bett arbeitet. Was wir uns nicht leisten konnten, ist eine Decke. Ne? Also ein sehr kompliziertes Heizungsrohrsystem hatten wir uns ausgedacht für unser Schlafzimmer, damit wir immer wirklich richtig gut klimatisiert sind. Hier kämen wir jetzt wieder durch unser Badezimmer, wieder hinein in unsere schöne kleine Wohnung. Und sind wieder zu Hause. Ist das nicht schön? Man kann hier einfach hervorragend drehen. Man kann toll hier arbeiten, weil es ist so ruhig. Wir haben sozusagen keine Nebengeräusche, keine Flieger, die über uns rauschen. Das ist der Vorteil von so einer Wohnung, wo wir ja sehr, sehr viel drin spielen in dieser Staffel, auch wieder zurecht. Dass wir sagen, nee, komm, wir bauen das hier im Studio nach, bevor wir in eine echte Wohnung gehen. Wir werden ja wahnsinnig. Unser Studiogang wäre damit auf diese Weise beendet. In jedem Fall danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß. Tschüss.